Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Die 4a der Grundschule Kammerloher Straße Ismaning befindet sich auf den letzten Metern. Endspurt zum sogenannten kleinen Abitur. Jetzt gilt es, sich die Merkwörter noch mal richtig reinzuprügeln. Schließlich geht's auch darum, mit den Freundinnen und Freunden auf die gleiche Schule zu kommen. Wenn's nur das wäre. Also dieser Übertrittswahnsinn, dieses Damoklesschwert, das belastet die komplette Grundschulzeit eigentlich. Ab zweite Klasse, zweites Halbjahr, wenn es Noten gibt, ist es bei den Eltern im Hinterkopf. Die Kinder gehen daran kaputt, die Eltern und Familien teilweise auch, weil einfach in dieser vierten Klasse nur noch dieser Übertritt über allem steht. Gerade in diesen Zeiten ist von Chancengleichheit keine Spur, denn viele Kinder hatten und haben zu Hause nicht die Unterstützung, die sie brauchen würden. Nicht während und nicht nach Corona. Im Bayerischen Kultusministerium halten die Referate weiterhin am Aussortieren nach der vierten Klasse fest. Es gilt, das dreigliedrige Schulsystem zu verteidigen. Die neue Kultusministerin Anna Stolz hier bei einem Pressetermin zur Digitalisierung an Schulen sei sehr dialogfreudig, so heißt es bei den Verbänden. Für uns fand die Ministerin nach über 100 Tagen Amtszeit noch keine Zeit für ein Gespräch, immerhin aber diese Stellungnahme zum Thema. Das mehrgliedrige und differenzierte Schulsystem hat sich für Bayern bewährt, was nicht zuletzt die Spitzenplatzierung bei nahezu allen bundesweiten Ländervergleichsstudien bestätigt. Mit seiner hohen Durchlässigkeit können die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Interessen und Talenten hier einen Bildungsweg finden, der so gut wie nur möglich zu ihnen passt. Für Kinder, die in der Schule nicht so gut mitkommen, gäbe es außerdem seit längerem ein Programm, wie zum Beispiel gemeinsam Brücken bauen. Also ich habe tatsächlich niemanden gefunden für das Brückenbauen bei mir. Ich habe andere Leute, die mich noch zusätzlich unterstützen, aber wir bräuchten noch viel mehr Personal an den Schulen. Das Brückenbauen ist zwar gut gedacht, aber insgesamt brauchen wir mehr Zeit an den Grundschulen. Also wir brauchen professionelles Personal, wir brauchen mehr Zeit für die Kinder. Und wenn ich nur auf diese 18 Leistungsnachweise in der vierten Klasse pochen muss und dafür lernen muss, dann habe ich nicht die Zeit für das wirkliche Lernen und das nachhaltige Lernen. Aber genau dafür stehe das bayerische Schulsystem und dafür setze sie sich ein, lässt die Kultusministerin mitteilen. Jetzt fordert die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes eine Gemeinschaftsschule, etwa bis zur 8. Klasse. Der BLLV ist ja gegen diese Teilung der Kinder nach der 4. Klasse auf 3 Schularten oder 4 Schularten. Wir haben ja die Förderzentren noch dabei. Wir wollen natürlich schon, dass die Schule in der Region sich entwickelt, dass man vor Ort schaut, welche Kinder sind da, was brauchen die für eine Schulstruktur. Was nicht geht ist, das Kind muss zur Schulstruktur passen. Wir drehen das um und sagen, die Schulstruktur in der Region muss zu den Kindern passen. Ein dickes Brett zu bohren, nicht so easy zu haben mit einer Koalition Freie Wähler CSU. Da wollen ja alle festhalten, das soll stabil sein, aber es soll auch die Region achten. Und wer die Region achtet und wer in die Regionen hineinschauen will, so wie die Freien Wähler das ja in ihrer Programmatik haben, der muss nicht nur die Wirtschaft in der Region stärken, sondern er muss auch das Schulsystem in der Region stärken und genau hinschauen, was braucht die Region Schweinfurt, was braucht die Region Schwabing und was braucht die Region Markt Schwaben. Das sind unterschiedliche Bedarfe. Mehr gemeinsame Zeit an einer Schule wünschten sich auch Kinder und Lehrende an der Grundschule in Ismaning. Also ich glaube einfach, dass die Kinder mehr Zeit gemeinsam brauchen und dass ich ein Kind nicht nach 3 Noten in Deutsch, Mathe und HSU beurteilen kann und in eine Schublade packen kann, ob es jetzt dann aufs Gymnasium gehen soll oder nicht. Also das ist einfach für mich nicht zielführend und wir bräuchten einfach mehr Zeit, um nachhaltig zu lernen. Und die Kinder brauchen auch einfach mehr Zeit und Ruhe, um sich auf das Miteinander zu konzentrieren. KI, schön und gut. Am Ende gehe es nicht darum, ob den Aufsatz das Computerprogramm geschrieben hat oder wie früher der Opa, meint Simone Fleischmann. Wir brauchen den Lernbegriff, was hast du verstanden? Woher hast du das Wissen? Kannst du noch eine andere Quelle zitieren? Komm, erzähl mir, was genau von dem hat dich angemacht? Was findest du selber irgendwie schwierig? Was hast du noch nicht verstanden? Können wir weitermachen? Die dialogische, kommunikative Art des Lernens, das muss in Schule. Das ist das, was gefragt ist. Blöd nur, wenn wir mit 26 jeden Tag allein sind und an 2 Tagen auch noch die 4C, die 24 Kinder hat, nebenbei mitführen müssen. Das ist das Problem des Lehrermangels. Das wird langfristig uns schwer zu Buche schlagen in den Kompetenzen der Kinder, dass wir nicht individuell Lernformate anbieten können und auch nicht individuell die Leistung erheben können. Und das wäre der Schlüssel zum Erfolg. David,
Schluss. Genau. Schluss. Ein Schlüssel zum Erfolg. Hoffentlich auch für die Entscheidungsträgerinnen und Träger. Taten sollten folgen, zum Wohle dieser Viertklässler, von denen, so wurde uns verraten, fast alle im kommenden Schuljahr eine Realschule oder ein Gymnasium besuchen werden. Und zum Wohle von rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern.